Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder mit Video Nummer 2 heute. Wer ergründen möchte, womit das Schweigen im Walde zusammenhing, das mich die ganze Zeit umgeben hat, der möge sich Video Nummer 1 ansehen, das ich gerade hochgeladen habe. Da erkläre ich euch, warum ich nichts habe von mir hören lassen. Jetzt bin ich aber wieder da und es geht hoffentlich jetzt langsam wieder normal weiter. Heute geht es um das Thema mit Fasten, den Alterungsprozess umkehren und Krankheiten heilen. Nichts Neues, sagt ihr, hatten wir alles schon? Hatten wir alles schon, ja. Aber interessant ist, dass unter dieser Überschrift ganz viele Themen zusammengefasst werden, die ich alle schon mal irgendwann hatte. Und deswegen bringe ich das nochmal. Ich bin im Drew Purohit Podcast auf ein Interview mit Dr. Pradip Jamnadas gestoßen. Ich glaube, das sind beides Inder und ich weiß nicht, ob ich die Namen richtig ausspreche. Man möge es mir nachsehen. In dem Gespräch geht es darum, was das Fasten für unsere Gesundheit tun kann und eine Ernährungsumstellung. Und ihr werdet gleich sehen, warum das sehr gut zu meinen Videos passt. Dr. Pradip Jamnadas ist Herzchirurg und Gründer und medizinischer Direktor von Cardiovascular Interventions, also herzchirurgische Eingriffe. Er praktiziert seit mehr als 32 Jahren in Florida und ist für seine Leistungen weithin anerkannt. Im Orlando Magazine taucht er immer mal wieder auf als Top-Doktor. Ja, dieses Video von ihm und jetzt das von mir verbindet in faszinierender Weise alle Themen, die ich schon mal oder fast alle Themen, die ich schon mal irgendwann hatte und macht sie vielleicht auch besser verständlich. Das Originalvideo ist in englischer Sprache. Wer Englisch versteht, kann es sich ansehen. Link findet ihr in der Beschreibung. Die Informationen sind sehr, sehr lang und ausführlich und ich habe versucht, das alles ein bisschen zusammenzustreichen, damit mein Video nicht ganz so lang wird. Ich weiß nicht, wie erfolgreich ich war, aber gut. Wer die Zeit nicht hat, möge es sich in 2 Etappen ansehen oder in 3 oder in 4. Dr. Pradip Jamnadas war mir bis vor kurzem völlig unbekannt. Aber er ist ein total faszinierender Arzt, der für die gute Sache brennt. Er ist Herzchirurg, aber sein Ziel ist nicht Symptomkosmetik, sondern Heilung. Und das hat ihn zum Umdenken gebracht, weil ihm klar wurde, dass seine schulmedizinischen Eingriffe nur vorübergehend von Erfolg sind. Wie schade, dass nicht alle Ärzte so denken. Überall bekommen wir gesagt, was gut für uns ist, wie wir leben sollen, was wir essen sollen. Aber die traurige Wahrheit ist doch, dass nichts davon wirklich funktioniert. Unsere gängigen Empfehlungen haben nicht das Ziel, unsere Gesundheit zu verbessern, sondern sie dienen hauptsächlich dem Profit der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Man hört etwas über Wundermittel, esst dies, macht das und dann geht es euch besser. Aber oft ist das Gegenteil viel wirksamer und das verschweigt man uns, weil daran kann man ja nichts verdienen. Bei der Ernährung würde das Gegenteil bedeuten, nichts zu essen. Der Verzicht auf Nahrung verändert die Biochemie, den Stoffwechsel. Gefastet haben Menschen schon immer, das ist also absolut nichts Neues und weil es nicht immer was zu essen gab, ne? So einfach ist es. Also das Fasten war nicht immer ganz freiwillig, aber es ist auch fester Bestandteil aller Weltreligionen. Aber was kaum einer weiß, ist, dass das Fasten auch sehr gut wissenschaftlich untersucht ist. Aha. Fasten befreit von Süchten und Lebensmittel haben Suchtpotenzial. Der Stoffwechsel wird flexibler nach dem Fasten, die Fettverbrennung kommt in Gang. Wie bei einem Hybridauto, das zwischen 2 Treibstoffarten hin und her wechselt. Fasten verbessert oder heilt Herzkrankheiten, Schlaganfälle, Bluthochdruck.
durch Fettleibigkeit verursachte Krankheiten, Gelenkprobleme, degenerative Veränderungen, Demenz und vieles, vieles mehr. Die Falschinformationen im Netz sind eine ganz besondere Form der Volksverdummung oder, wenn man ganz böse ist, könnte man es auch Völkermord nennen. Sogar die Ärzte warnen ihre Patienten vor dem Fasten. Und die Ärzte müssen es ja wissen, oder? Ja, das macht Angst, und wenn man sich selbst nicht auskennt, dann glaubt man das, was man erzählt bekommt. Und eigentlich ist es einem ja auch lieber, alles so zu lassen, wie es ist. Nicht wahr? Dann nimmt man halt weiter seine Medikamente. Warum werden wir eigentlich dick? Die Kalorientheorie, also zu viele Kalorien machen dick, ist oft genug widerlegt worden. Klar, irgendwo haben die Kalorien irgendwo hat das seine Berechtigung, aber es ist nicht so einfach, wie es hingestellt wird. Es sind Hormone, die steuern, was der Körper mit diesen Kalorien macht. Und das Schlüsselwort ist Insulin. Oh, mein Lieblingswort, Insulin. Ich kriege jetzt gleich eins übergebraten von den Leuten, die sagen, jetzt fängt sie schon wieder mit Insulin an. Ja, es ist so wichtig, dass ich immer wieder damit anfange. Was wir essen, wie oft wir essen, verändert unsere Hormone. Und das Insulin ist eines der Haupthormone. Und die Hormone verändern alles in unserem Körper. Übergewicht ist nicht das Resultat einer Willensschwäche oder eines schlechten Charakters. Wir hören, dass wir uns zu wenig bewegen. Gleichzeitig hören wir, wir sollen 5-mal am Tag essen, mindestens. Wie soll das gehen? Wie soll man denn abnehmen, wenn man 5-mal am Tag isst? Wir konsumieren und konsumieren. Und das machen doch alle, oder? Und überhaupt, war das nicht schon immer so? Wir sind nicht süchtig, weil es uns an Willenskraft oder Durchhaltevermögen fehlt, sondern weil man uns gezielt süchtig macht. Die Lebensmittelhersteller verdienen Milliarden damit. Unsere unseligen Ernährungsempfehlungen haben uns in den letzten 40 Jahren nichts Gutes gebracht, und es ist nicht davon auszugehen, dass sich das in den nächsten 10 oder 20 Jahren ändert. Schuld war immer Fett. Wir haben es geglaubt, wir haben fettarm gegessen, und dabei sind wir immer dicker und kränker geworden. Ja, aber Schuld ist das Fett und das Cholesterin, ne? Aber Cholesterin stellt der Körper selber her. Wir brauchen kein Cholesterin in der Nahrung, um Cholesterin im Körper zu haben. Heute gibt es in der modernen Welt mehr Kranke als Gesunde. Und nein, das ist keine Übertreibung von mir. 12% der Bevölkerung in den USA und in vielen westlichen Ländern haben keine Krankheit zu vermelden. Der Rest hat eine oder mehr oder minder schwerwiegende Probleme. Aber das ist alles völlig normal, oder? Gibt doch Medikamente. Dass nicht das Fett das Problem ist, sondern der Zucker und die verarbeiteten Lebensmittel und Fastfood, diese Information, sie geht nur ganz, ganz langsam durch. Von Fett alleine hat man irgendwann genug und hört auf zu essen, aber Zucker und alles, was daraus hergestellt wird, und Getreide, kann man essen, ohne jemals satt zu werden. Probiert es aus. Diese Dinge machen süchtig, und damit hat man ein noch größeres Problem. Man kann mit unserer modernen Ernährung überleben. Aber zu welchem Preis? Bei unseren frühen Vorfahren waren unfreiwillige Fastenphasen mehr die Regel als die Ausnahme. Und eine Ernährung, wie wir sie heute haben, wäre für diese Leute ein Segen gewesen. Aber wir haben inzwischen wirklich zu viel des Guten. Und noch mehr des Guten, ne, ist nicht gut. Für die Pfunde, nicht die Pfunde sind das größte Problem, sondern der Suchtfaktor. Und diesen zu überwinden, ist eine echte Herausforderung. Kardiologen, Herzspezialisten wie Dr. Yamnadas sehen sich tagtäglich mit den Folgen unseres ungesunden Lebensstils konfrontiert. Seine Patienten berichten nach einer OP über Unruhe, Schweißausbrüche und andere Entzugserscheinungen, die aber nicht als solche erkannt werden. Sobald der Dämon ruhiggestellt ist,
indem sie wieder etwas gegessen haben, geht es ihnen besser, aber das ist nicht von Dauer. Unsere ursprüngliche, natürliche Nahrung wurde vor langer Zeit durch künstliche und süchtig machende chemische Substanzen ersetzt. Zucker und Fett in gleichen Anteilen in einem Produkt sind einfach unwiderstehlich. Angereichert wird das Ganze mit recht vielen Zusatzstoffen und Chemie und da kann keiner mehr widerstehen. Natürlich vorkommende Lebensmittel enthalten entweder viel Kohlenhydrate und wenig oder kein Fett oder viel Fett und wenig oder keine Kohlenhydrate. Aber was wir aufgetischt bekommen, enthält beides. Und das Einzige, was in der Natur Fett und Zucker in gleichen Anteilen enthält, ist die Muttermilch. Und diese soll den Säugling zum Trinken animieren und damit seine Überlebenschancen verbessern. Ja, was dem Säugling recht ist, ist uns billig, oder wie? Wahrscheinlich eher nicht. Die Folge unserer falschen Ernährung ist eine Insulin-Achterbahn, die dafür sorgt, dass die Menschen den ganzen Tag am Essen sind. Tabakkonsum und Bluthochdruck sind als Ursache für verstopfte Blutgefäße bekannt. Aber das trifft ja nicht auf jeden zu. Und deswegen hat Dr. Yamnadas diverse Tests gemacht, weil er wissen wollte, wie das alles sein kann. Einer davon war ein Glukose-Toleranz-Test. Er hat bei 80% seiner Patienten einen nicht normalen Zuckerstoffwechsel feststellen können auf diese Weise. Aber nur ein kleiner Teil davon waren diagnostizierte Diabetiker. Die anderen hatten den gestörten Zuckerstoffwechsel, ohne etwas davon zu wissen. Bekannt ist dieser als Prädiabetes bzw. die Vorstufe zum Diabetes. Und wenn man dagegen nichts unternimmt, hat man irgendwann die Diagnose. Die Bauchspeicheldrüse kann hohen Blutzucker durch immer mehr Insulin ausgleichen. Und sie tut das Jahre und Jahrzehnte lang, aber irgendwann ist Schluss. Irgendwann kann sie nicht mehr. Und dann kommt die Diabetes-Diagnose. Viel Insulin senkt den Blutzucker. Und die Ärzte vermitteln damit ihren Patienten, dass alles in Ordnung ist. Also Insulin, entweder stellt der Körper es selbst her oder es wird gegeben von den Ärzten bei den Diabetikern. Aber beides ist nicht zielführend. In Ordnung ist also gar nichts, sondern die Bauchspeicheldrüse macht ständig Überstunden, um den Zucker aus dem Blut zu schaffen, weil er dort nicht bleiben kann. Über viele Jahre und sogar Jahrzehnte und irgendwann ist die Bauchspeicheldrüse am Ende und das war's. Wenn man nicht vorher schon an einem Herzinfarkt gestorben ist, möchte ich dazu sagen. Systematische Insulintests würden schnell alle Zweifel beseitigen, aber sie werden nur selten gemacht. Ich weiß nicht, ob sie zu teuer sind. Sie werden als überflüssig angesehen. Man kann doch den Blutzucker testen und den 3-Monats-Wert. Nee, Leute, das ist es nicht, weil solange die Bauchspeicheldrüse ständig Insulin nachschiebt, bleibt der Zucker unten. Und ihr seid deshalb aber nicht gesünder, sondern es sieht nur so aus. Jo, und Big Food und Big Pharma haben natürlich beide auch kein Interesse daran, die Leute aufzuklären. Ne? Aus nachvollziehbaren Gründen. Dr. Yamnadas konnte bei seinen Patienten die Insulinwerte senken und damit den Zuckerstoffwechsel dramatisch verbessern. Das kann kein Medikament. Ihr könnt googeln, wo ihr wollt. Das kann kein Medikament. Und wenn ich höre, ach ja, ich bin Diabetiker, aber gut eingestellt, für den Augenblick. Wart's ab, es geht immer nur weiter bergab und es wird nur schlimmer und schlechter. Auch darüber habe ich ein Video gemacht. Eigentlich ist es ganz einfach. Wir essen das Falsche, wir essen zu viel und wir essen zu oft. Das Gegenteil, also Fasten oder Intervallfasten mit vernünftigen Lebensmitteln, wäre zielführend. Weniger Mahlzeiten, weniger Insulin, weniger Kohlenhydrate, weniger Insulin. Ja, das ist so einfach wie faszinierend, nicht wahr? Wenn man in die Materie einsteigt,
weiß man irgendwann mehr darüber als die meisten Ärzte. Traurig, aber wahr, leider. Insulin beeinflusst die Herzfunktion und die Blutgefäße. Hohe Insulinwerte führen zu verstopften Blutgefäßen. Sie verlieren dann ihre Fähigkeit, sich zu erweitern und zu entspannen. Stickstoffmonoxid ist ein Vasodilator, das heißt, es hat eine gefäßerweiternde und entspannende Wirkung. Und zu viel Insulin blockiert die Stickstoffmonoxidproduktion. So viel zu den Einzelheiten, den Rest lasse ich weg. Wird zu lang. Insulin beeinflusst jedes Organ, weil jedes Organ Blutgefäße hat. Und je kleiner, feiner und enger diese Blutgefäße sind, desto eher zeigen sich die Folgen von zu viel Insulin. Logisch, oder? Impotenz ist nicht nur unangenehm und peinlich, sondern auch ein Warnsignal, weil die Blutgefäße im Penis zu den kleinsten im Körper gehören und damit die ersten sind, die verstopfen. Und wer impotent ist und nichts an seinem Lebensstil ändert, dem steht irgendwann der Herzinfarkt oder ein Schlaganfall bevor. Ein hoher Insulinspiegel legt das Gehirn lahm, weil auch das Herz und das Gehirn von feinen und feinsten Blutgefäßen durchzogen sind. Damit erhöht sich das Demenzrisiko, das Herzinfarktrisiko. Eine beliebte Aussage von Kardiologen, Herzspezialisten ist, du bist so alt, wie deine Blutgefäße in Klammern aussehen, Klammer zu. Nach einer Ernährungsumstellung funktioniert das Gehirn wieder deutlich besser. Das habe ich an mir selbst auch feststellen dürfen. Und man kann diese Veränderungen sogar in Hirnscans sehen. Insulin ist ein Wachstumsfaktor. Dies führt zu verhärteten Arterien. Der Herzmuskel, wie auch alle anderen Muskeln, setzen bei hohen Insulinwerten Fett an. Wachstumsfaktoren beeinflussen jede Form des Wachstums. Also auch die des Krebswachstums hatten wir auch schon. Ich weiß gar nicht, ob ich meine Videos verlinken soll, weil eigentlich müsste ich sie fast alle verlinken. Säuglinge und Kleinkinder profitieren von diesem Wachstum. Die brauchen das. Der Körper muss wachsen. Erwachsenen bringt das keinen Vorteil mehr, aber jede Menge Nachteile. Ein hoher Insulinspiegel erhöht den Blutdruck. Dr. Jamnadas empfiehlt allen Patienten mit Bluthochdruck eine Ernährungsumstellung. Der Insulinspiegel sinkt, der Blutdruck sinkt. Bluthochdruck ist bekannt als Teil des metabolischen Syndroms, bekannt auch als tödliches Quartett, und es betrifft alle Organe. Er stimmt sich seit einiger Zeit schon mit Kollegen anderer Fachrichtungen ab, von denen immer mehr seine Erfahrungen bestätigen. Und am Ende ist es ja auch ganz egal, welches Organ betroffen ist. Die Ursache ist immer das Insulin und die Folgen sind immer dramatisch. Die traditionelle Medizin macht erstaunliche Klimmzüge mit nutzlosen Versprechungen, teuren Medikamenten und Behandlungsmethoden. Man sucht nach einem Schuldigen und findet Pseudo-Ursachen wie das Salz beim Bluthochdruck und das Cholesterin bei verstopften Arterien. Aber beides ist falsch. Wer selbst kocht und sein Essen würzt, muss sich über ein bisschen Salz keine Gedanken machen. Im Gegenteil, wenn dem Körper Salz fehlt, kommt es zu neurohormonellen Veränderungen, hormonell wieder die Hormone, was den Blutdruck sogar verschlimmern kann. Nicht das Salz muss weg, sondern die verarbeiteten Lebensmittel, Fastfood, hochverarbeitete Lebensmittel, Zucker, Getreide und so gesunden Pflanzenöle. Das ist der Teufelskreis, der sich selbst am Laufen hält und der Ärzte und Krankenhäuser und die Pharmaindustrie beschäftigt. Das falsche Essen ist wie jeden Tag ein bisschen Gift schlucken. Man stirbt nicht sofort, aber auf lange Sicht zerstört es den Körper. Was würde man jemandem empfehlen, der einem erzählt, dass er jeden Tag ein bisschen Gift nimmt und dass er immer kränker wird? Würde man ihm sagen, hör auf, das Gift zu nehmen? Das erscheint mir sehr wahrscheinlich.
Hochverarbeitete Lebensmittel machen dick, krank und süchtig. Und das ist durchaus so gewollt. Also was empfiehlt man diesen Leuten? Lass das Gift weg. Es ist Gift unterm Strich, wirklich. Die Lebensmittelhersteller sind jährlich für 11 Millionen Todesfälle weltweit verantwortlich. 11 Millionen. In Indien wird sehr viel Pflanzenöl verwendet. Und das ist ja auch so gesund, nicht wahr? Man hört doch, wie toll das ist und dass es eigentlich nichts Besseres gibt, wenn man den Herstellern glaubt. Fett und Cholesterin haben einen schlechten Ruf. Seit der amerikanische Präsident Eisenhower einen Herzinfarkt hatte und 10 Tage nicht seines Amtes walten konnte. Er war Kettenraucher, aber das hat keinen interessiert. Schuld waren die Würstchen, die er zum Frühstück immer gegessen hatte. Ha, dann kam das McGovern Committee, das damit beauftragt war, Empfehlungen zu geben und verkündete, dass Fett und Cholesterin zu reduzieren sind und dass die Leute mehr Kohlenhydrate essen sollen. Und damit nahm das Unheil seinen Lauf. Und das natürlich ohne jeden wissenschaftlichen Beweis. Ne? Das möge auch noch dazu gesagt sein. Das Volk glaubte es und hielt sich an die Empfehlungen. Man aß weniger Fleisch, weniger tierische Produkte, weniger tierische Fette, mehr Kohlenhydrate, mehr Pflanzenfette. Ja, und das Unheil nahm seinen Lauf. Die Leute wurden dicker, kränker und noch dicker und noch kränker. Der landesweite Blutdruck stieg, Herzinfarkte, Schlaganfälle, metabolisches Syndrom und degenerative Krankheiten wurden zu einer Epidemie. Alles wurde schlechter. Und woran lag es? Ah ja, die Leute haben sich nicht an die Empfehlungen gehalten, hieß es dann. Ja, nee, sie haben sich dran gehalten und das war das Problem. Cholesterinfreie Produkte wurden zum Renner. Pflanzenöle, die ursprünglich als Maschinenöl genutzt wurden, fanden reißenden Absatz. Künstliche und hochverarbeitete Pflanzenöle als Retter der Menschheit. Butter und alle gesättigten Fette waren fortan die Bösewichte. Eier natürlich auch, ne? Das haben einige schon wieder vergessen. Ein Ei pro Woche, sonst gibt es zu viel Cholesterin und dann werdet ihr krank. Bullshit. Pflanzenöle sind extrem instabil durch ihre Doppelbindungen. Wer das nicht versteht, möge sich bei Dr. Google schlau machen. Und sie sind meistens schon ranzig, bevor sie in Flaschen gefüllt werden. Aber sie sind ja so gesund. Die Omega-6 und Omega-9-Fettsäuren in Pflanzenölen sind entzündungsfördernd. Entzündungshemmendes Omega-3 findet man in ihnen nicht. Aber sie sind doch trotzdem so gesund. Ungesättigt bedeutet instabil, also extrem anfällig für Einwirkungen von außen, für Veränderungen. Ungesättigt sagt eigentlich alles. Dieses Öl sucht regelrecht nach Dingen, an die es sich binden kann, mit denen es sich sättigen kann. Der gewaltige Umschwung in Indien weg von den gesättigten und hin zu den ungesättigten Fettsäuren hat zu einer massiven Welle an Krankheiten bei immer jüngeren Menschen geführt. Traditionell waren Herzkrankheiten dort unbekannt, aber das wird heute auch gerne bestritten. Hatten die schon immer, wusste nur keiner was davon. Jo, denkste. Bei der Untersuchung von Herzpatienten erfährt Dr. Yamnadas zweierlei. Das eine ist ein hoher Konsum von Pflanzenölen, das lässt sich auch in Laboruntersuchungen nachweisen. Das andere ist zu viel Linolsäure. Viel Linolsäure, hohe Entzündungswerte, Zivilisationskrankheiten. Dr. Yamnadas empfiehlt, die Pflanzenöle wegzulassen und wieder gesättigte Fettsäuren zu konsumieren. Zurück zum Tier. Nach 6 Monaten sind die Blutwerte normal. Pflanzenöle sind schon kalt, ein Graus. Aber wenn man sie erhitzt, dann ist es die Katastrophe, die absolute Katastrophe.
weil sie dann noch unbeständiger werden und Transfette produzieren. Einzige Ausnahme ist das Olivenöl. Das hat mehr einfach gesättigte und weniger mehrfach ungesättigte, einfach ungesättigte und weniger mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Aber weniger ist nicht null. Und auch Olivenöl sollte man nur kalt verwenden. Auch darüber habe ich ein Video gemacht. Zum Kochen ist bei Pflanzenfetten nur das Kokosöl wirklich geeignet. Merkt euch das. Es enthält einen sehr hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren und ist deshalb stabil. Dr. Yamnadas stellt immer wieder fest, dass Menschen aus dem südasiatischen Raum zwar nie extremes Übergewicht entwickeln, aber sie werden schon mit nur 10 Kilo mehr auf der Waage zu Diabetikern. Das ist genetisch bedingt. Sie sind einfach nicht in der Lage, überschüssige Kalorien in Fett umzuwandeln. Oh toll, höre ich euch sagen. Da wird man nicht dick. Ja, nee, dick werden sie nicht, aber krank. Wir anderen entwickeln erstmal sehr viel Fett. Sehr, sehr viel Fett. Ne? In den USA gibt es Leute, die 300 Kilo wiegen. Und die keine Diabetiker sind, weil der Körper diesen ganzen Müll in den Fettzellen ablädt. Die Schlanken, die zu Diabetikern werden, nennt man Tofis, T-O-F-I-S. Das sind die Anfangsbuchstaben von Thin on the outside und Fat on the inside. Also außen schlank und innen dick bzw. fett. Stichwort Bauchfett, Viszeralfett. 80% der Hindus sind Vegetarier. Glaubt man der veganen Propaganda, dürfte niemand auf der Welt gesünder sein als sie. Und dennoch haben sie weltweit die höchste Inzidenz an Herzkrankheiten. Wie geht das? Und warum wundert das niemanden? Sie kochen mit sehr viel Pflanzenöl, essen viel Zucker, Fertigprodukte, Getreide, Fastfood, hochverarbeitete Lebensmittel. Auch darüber gibt es ein Video von mir. Verarbeitet sind nicht nur Fertigprodukte und Fastfood, sondern jeder einzelne Verarbeitungsschritt verändert das Produkt. Und das fängt schon damit an, dass man etwas klein schneidet. Das Verarbeiten von Kartoffeln zu Püree führt dazu, dass die Kartoffeln im Körper ganz anders verstoffwechselt werden als unverarbeitet. Man kann den Unterschied im Anstieg des Blutzuckers und des Insulins sehen. Und dazu gibt es jede Menge belastbare Untersuchungen. Es war von der Natur nie vorgesehen, dass der Mensch Maschinen erfindet, mit denen man die Nahrung so lange verunstalten kann, bis sie nicht mehr zu erkennen ist. Zoe Harcombe hat mal gesagt, der Mensch ist das einzige Lebewesen, das intelligent genug ist, seine Nahrung selbst herzustellen und dumm genug, sie zu essen. Der Spruch kam, glaube ich, nicht von ihr, sondern von einem anderen, der zu dieser Überzeugung gelangt war. Aber sein Name fällt mir gerade nicht ein. Ja, und sollen wir denn jetzt unser Getreide roh essen? Fragt ihr. Nein, sollt ihr nicht. Was man unverarbeitet nicht essen kann, das sollte man überhaupt nicht essen. Ungeeignete Nahrung zu essen, geht immer nach hinten los. Getreidemühlen waren vor diesem Hintergrund eine sehr fragwürdige Erfindung. Unsere frühen Vorfahren haben ihr Getreide auch gemahlen, aber auf einem Stein. Und da bleiben doch etwas mehr Inhaltsstoffe erhalten. Heute wird alles in seine Bestandteile zerlegt und alles, was eine lange Lagerung reduzieren würde, wird entfernt und damit die meisten Vitamine und Nährstoffe. Übrig bleibt beim Getreide am Ende wertloses Weißmehl, das außer Kalorien nichts enthält. Und was bei dieser Verarbeitung verloren geht, wird später wieder hinzugefügt. Synthetische Vitamine. Wow, ja, das ist wirklich sehr naturbelassen. Ja, und dann wird den Verbrauchern weisgemacht, dass sie wegen ein paar künstlichen Vitaminen dieses wunderbare und oh so gesunde Produkt kaufen sollen.
Jo. Ballaststoffe sind gut, wie man hört, aber warum ist das eigentlich so? Auf direktem Weg sind sie eigentlich recht nutzlos, wenn man davon absieht, dass sie das Stuhlvolumen etwas vergrößern und die Peristaltik des Darms verbessern, was zu einer besseren Verdauung führen kann. Aber auf dem Umweg über ein paar Trillionen Bakterien in unserem Darm sind sie ein absolutes Superfood. Wir bestehen genau genommen aus mehr körperfremden Zellen als aus körpereigenen. Was ihr vor euch seht, sind Bakterien, die so aussehen wie ich. Diese Bakterien leben nicht nur im Darm, sondern auf der Haut und in den Schleimhäuten und eigentlich im ganzen Körper. Bezeichnet werden unsere kleinen Untermieter als Mikrobiom. Auch darüber habe ich ein Video gemacht. Das ist eine Ansammlung von mikroskopisch kleinen Lebewesen. Die Einzelheiten zu diesem abendfüllenden Thema überspringe ich jetzt mal, weil das würde wirklich alles viel zu weit führen. Aber in meinem Kanal findet ihr zu allem, was ich bis jetzt gesagt habe, entsprechende Videos. Falls ich vergessen sollte, das eine oder andere zu verlinken. Und das würde einfach jetzt den Rahmen hier sprengen. Wenn wir unsere kleinen Untermieter gut behandeln und ihnen die richtige Nahrung geben, also Ballaststoffe, dann bedanken sie sich mit einem gut funktionierenden Stoffwechsel. Und sie halten Krankheitserreger in Schach. Aber wenn wir uns nur von Zucker und Industriemüll ernähren, dann hungern wir die guten Bakterien aus und die Krankmachenden haben freie Bahn. Stichwort Candida. Und das wird zum Teufelskreis, weil die schlechten Bakterien uns dazu bringen, Dinge zu essen, die gut für sie sind, aber nicht für uns. Der Darm wird oft als zweites Gehirn bezeichnet und wenn man sich mit dem Mikrobiom beschäftigt, versteht man, warum das so ist. Was Darm und Gehirn verbindet, ist besagtes Mikrobiom. Eine gesunde Darmflora verbessert oder eliminiert das Immunsystem, die durchlässige Darmwand, Entzündungen, Bluthochdruck und vieles mehr. Es senkt den Insulinspiegel, kurbelt die Fettverbrennung an, der Körper macht Hausputz, schmeißt alte, kranke Zellen hinaus und killt die Krankheitserreger. Das kann kein Medikament. Aber solange wir ständig am Essen sind und das Falsche essen und zu viel Insulin im Körper haben, funktioniert das nicht. Körperfett wird nur verbrannt, wenn der Insulinspiegel niedrig ist. Was man bei unseren frühen Vorfahren durch häufige Hungerzeiten und körperliche Aktivitäten als Normalität hatte, das muss der moderne Mensch erst wieder lernen. Unser Organismus funktioniert aber immer noch so wie vor Tausenden von Jahren. Und mit unserem modernen Lifestyle und unserem Überangebot an Nahrung ist dieser Segen inzwischen zum Fluch geworden. Unser Körper tut nichts Sinnloses. Das solltet ihr euch vor Augen halten. Das Fasten ist aber nicht nur für den Körper eine Rundum-Erneuerung, auch die geistigen Fähigkeiten profitieren davon. Wir werden wacher, aufmerksamer, reagieren schneller und besser und lernen effektiver. Der Verzicht auf Nahrung schärft alle Sinne. Der gute alte Pythagoras, den wir alle aus dem Mathematikunterricht kennen, wollte nur Schüler in seinem Unterricht haben, die vorher 40 Tage gefastet hatten. Pythagoras war ein kluger Mann. Fasten verändert die Hormone, das Gehirn wird besser vernetzt und wächst regelrecht. Es entstehen neue Stammzellen. Fasten stimuliert die Wachstumshormone und sorgt für den Erhalt der Muskelmasse. Autophagie bedeutet, dass der Körper in den Hausputzmodus schaltet und alles eliminiert, was ihm schadet oder was er nicht mehr braucht. Wenn man wieder mit dem Essen beginnt, schaltet er in den Reparaturmodus. Alles, was vorher entfernt wurde, wird durch Neues und Besseres ersetzt. Der menschliche Körper ist ein Recycling-Prozess.
Spezialist. Es ist ein bisschen wie eine Generalüberholung bei einem Auto. Fasten ist also nicht nur gut zum Abnehmen, sondern es ist tatsächlich eine Verjüngungskur. Ja, und warum hört man darüber immer noch so wenig? Die Antwort ist doch ganz einfach, man folge der Spur des Geldes. Mit Fasten kann man nichts verdienen, wenn man nicht gerade eine Fastenklinik hat. Das Fasten fällt am Anfang schwer, weil unsere Sucht eine große Bremse ist. Aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier, man fängt klein an und steigert sich, Erfolg motiviert und die unangenehmen Begleiterscheinungen bekommt man mit viel Wasser und etwas Salz meistens gut in den Griff. Der Körper schwemmt viel Wasser aus, weil die Kohlenhydrate fehlen und Krämpfe können das Resultat sein. Auch hier helfen Wasser und Salz, entweder das eine oder das andere oder beides. Nach kurzer Zeit verbessert sich der Schlaf, man fühlt sich stärker, belastbarer, der Nebel im Hirn lichtet sich, das Erinnerungsvermögen ist geschärft, man fühlt sich voller Energie. Die abgeschwächte Form des Fastens ist das Intervallfasten. Dieses ist sehr beliebt, weil es keine starren Regeln gibt und weil man nicht wochenlang auf Nahrung verzichten muss. Jeder kann es nach eigenen Vorstellungen gestalten. Manche essen nur morgens, andere nur abends, andere nur jeden zweiten Tag, andere in einem 16-8-Rhythmus. 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen. Das kann die Nahrungsaufnahme kann dann morgens oder abends stattfinden. Gesundheitlich Vorbelastete, vor allem Diabetiker, sollten vor dem Fasten mit dem Arzt reden, weil die Medikamente reduziert werden müssen. Mehr als 150 Patienten von Dr. Yamnadas brauchen heute kein Insulin mehr und damit da sind die, die nur Tabletten nehmen, nicht mitgezählt und die keine Tabletten mehr brauchen. Sie führen ein normales Leben und die Diabetiker, die insulinabhängig waren, konnten in kürzester Zeit ihre Insulinmenge halbieren und auf lange Zeit absetzen. Andere Medikamente können weiter eingenommen werden, solange sie den Blutzucker nicht senken. Beim Fasten sinkt nicht nur der Blutzucker, sondern auch der Blutdruck. Das sollte man auch im Auge behalten. Es gibt Blutzucker-Dauermessgeräte, die einem in Echtzeit Informationen liefern über den Blutzuckerstatus. Ich habe das ausprobiert und ein Video darüber gemacht. Wie könnte es anders sein? Das ist wirklich eine sehr hilfreiche Erfindung, wenn man wissen will, wie der eigene Körper auf welche Nahrung reagiert. Es wird sicher noch eine Weile dauern, bis alle Ärzte auf den Zug aufgesprungen sind und die Zusammenhänge verstanden haben und ihren Patienten die richtigen Empfehlungen geben können. Ja, Dr. Yamnadas hat viele Beispiele von Leuten, die massiv Gewicht verloren haben und alle ihre Medikamente losgeworden sind. Und ich habe auch Beispiele, über die ich ein Video gemacht habe. Ja, und im Gegensatz zu Diäten hat man nach einem massiven Gewichtsverlust durch Fasten nicht so sehr das Problem mit der hängenden Haut, mit der überschüssigen Haut. Ist auch interessant. Zum Glück müssen wir uns heute nicht mehr blind auf das verlassen, was wir von Ärzten und sogenannten Fachleuten erzählt bekommen. Wir können uns selbst informieren, wir können selbst ausprobieren, wir können unsere eigenen Entscheidungen treffen und das ist einer der Gründe, warum ich diese Videos mache. Ich möchte euch motivieren, eure Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Und viele, die es ausprobiert haben, stellen fest, dass sie sich so noch nie so gut gefühlt haben. Ja, man meint immer, etwas tun zu müssen, aber manchmal ist es besser, das Tun zu beenden und nichts zu machen. Aber die Gewohnheit und die Angst vor dem Unbekannten sorgen oft dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. Die psychologische Sucht muss überwunden werden. Stichwort Pavlosche Hunde. Das dauert ungefähr 3 Wochen. Und die nächste Hürde ist die physikalische Sucht, verursacht durch Zucker und Getreide. Das ist wie bei Drogen.
Um die gleiche Wirkung zu haben, braucht man immer mehr davon. Und die Sucht verändert das Gehirn. Man wird tatsächlich immer ein bisschen dümmer. Man erinnert sich gerne an angenehme Erlebnisse und möchte diese so oft wie möglich wiederholen. Mit dem Rauchen aufhören ist schwer, aber Millionen haben es geschafft. Auch von Alkohol und Drogen kann man sich befreien, aber auf Nahrung kann man nicht komplett verzichten. Abstinenz ist also nicht möglich und das ist das Problem. Aber man kann die Häufigkeit der Mahlzeiten reduzieren, man kann bessere Lebensmittel auswählen, die kein Suchtpotenzial haben. Ein paar Faustregeln gebe ich euch noch mit auf den Weg. Was die Natur produziert, ist gut. Was aus Laboratorien der Lebensmittelhersteller kommt, ist schlecht. Lebensmittel, die irgendwann verderben, sind gut. Alles, was sich viele Jahre hält, ist schlecht. Frische Lebensmittel sind gut. Verpackte Lebensmittel sind schlecht. Je länger die Inhaltsliste, desto ungeeigneter das Produkt. Was deine Urgroßmutter nicht als Nahrung erkannt hätte, solltest du nicht kaufen. Produkte mit Inhaltsstoffen, die man nicht aussprechen kann, sollte man dort lassen, wo sie sind. Liegt das Heil in der fleischlosen Ernährung? Ja, das dachte ich auch mal. Auch darüber gibt es Videos von mir. Und Dr. Jamnadas dachte das auch. Aber früher oder später kommt man dahinter, dass es für solche Behauptungen überhaupt keinen Beweis gibt. Und wer auf den eigenen Körper achtet und vielleicht ein bisschen experimentiert, kommt schnell dahinter, was gut und was richtig ist. Du bist, was du isst. Eier sind heute kein Problem mehr, weil der Cholesterin-Mythos immer wieder widerlegt wird. Auch darüber habe ich ein Video gemacht. Die Wahrheit ist, dass Eier noch nie ein Problem waren. Sie sind neben Leber so ziemlich das Beste, was man essen kann. Aber ja, da verdient man halt auch nicht so viel dran. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, sagte man früher. Tatsache ist, dass die Menschen leichter die Religion wechseln, als etwas an ihrer Ernährung zu ändern. Tja, natürlich, das Fasten und Ernährungsveränderungen werden durch viele Faktoren beeinflusst, wie Stress auf der Arbeit, eine Ehekrise, Verlust des Arbeitsplatzes, Probleme mit den Kindern oder den Eltern oder den Nachbarn. Und in solchen Zeiten ist eine Ernährungsumstellung oder das Fasten schwierig bis unmöglich. Ja, es gab am Johns Hopkins Krankenhaus in Baltimore einen Versuch mit Studenten, denen Blut abgenommen wurde. Und untersucht wurden die Blutplättchen und ihre Reaktion auf psychische Einflüsse. Sie bekamen ein paar leicht zu beantwortende Fragen gestellt. Die Blutplättchen waren entspannt und lustig und gelöst. Dann kam eine sehr schwierige Frage, die sie nicht beantworten konnten. Und die Blutplättchen reagierten darauf, indem sie sich zusammenschlossen und Klumpen bildeten. Und diese Klumpen sind ein ernstzunehmender Faktor für Herzinfarkte. Diese Studie wurde vor 30 Jahren durchgeführt und man fragt sich, warum man noch nie etwas darüber gehört hat. Unser Körper reagiert auf alles, was wir erleben und wahrnehmen. Stress beeinflusst die Befindlichkeit und die Gesundheit, und zwar in Echtzeit. Fließt ihr noch oder verklumpt ihr schon? Auch der Blutdruck kann von Stress ausgelöst plötzlich grundlos steigen. Diese biochemischen Zusammenhänge sind bestens erforscht, aber niemand interessiert sich dafür, wie es uns geht und was unsere Seele macht. Eine weitere interessante Erkenntnis von Dr. Jamnadas ist, dass Fettleibigkeit sich regelrecht über soziale Medien verbreitet, also ansteckend ist. Das Risiko, fettleibig zu werden, steigt, je mehr übergewichtige und fettleibige Freunde man hat. Beste Freunde, wohlgemerkt. Der Einfluss der Psyche ist nicht zu unterschätzen. Überlegt ihr jetzt, wie viele übergewichtige Freunde ihr habt und ob sie euch gut tun? Dr. Jamnadas hat die Erfahrung gemacht, dass die Zahl der Besucher nach einer Herz-OP darüber entscheidet,
ob und wie schnell der Patient wieder auf die Beine kommt. Wer gar keinen Besuch bekommt, muss mit einer dramatisch erhöhten Komplikationsrate rechnen. Wer viel Besuch bekommt, halbiert im Schnitt die Zeit, die er braucht, um wieder auf die Beine zu kommen. Das ist kaum zu glauben, aber wahr. Körper und Geist gehören zusammen. Und man fragt sich, wie wohl jemals jemand auf die Idee gekommen sein mag, den Menschen in seine Einzelteile zu zerlegen und so zu tun, als ob sie nichts miteinander zu tun hätten. Wer beim Fasten unglücklich ist, fühlt sich miserabel und das Ergebnis wird nicht so gut, wie wenn man zufrieden ist. Der Wunsch nach einer besseren Ernährung wird nicht nur von dem inneren Schweinehund torpediert, sondern wir haben fast alle Menschen in unserem Leben, die uns nicht gut tun und die immer wieder dafür sorgen, dass wir unsere Pläne über den Haufen werfen und so weitermachen wie zuvor. Wusstet ihr, dass man durch eine Stuhltransplantation erreichen kann, dass vormals schlanke Menschen dick werden oder dicke Menschen schlank, je nachdem, wie der Spender aussieht? Genauso kann man auf diese Weise Krankheiten einschleppen oder heilen. Es ist fast nicht zu glauben. Aber so weit muss man nicht gehen. Krankmachende Bakterien leben nicht so lange wie die guten Bakterien im Darm. Wenn man fastet und seien es nur 6 oder 8 Stunden, dann beeinträchtigt das kaum die gesunde Darmflora, aber es dezimiert die Krankheitserreger. Die Fressgelüste vieler Menschen haben oft nichts mit Hunger oder Willensschwäche zu tun, sondern es sind die krankmachenden Parasiten, die gefüttert werden wollen. Das kennen wir von Candida. Sie haben ihren Menschen total im Griff. Und wir denken, wir hätten Hunger und dabei füttern wir nur unsere Parasiten. 50-60% der Nährstoffe in unserem Blutkreislauf kommen nicht von der Nahrung, die wir essen, sondern sie sind ein Produkt des Stoffwechsels unserer Darmbewohner. Viele Gewürze haben deshalb auf direktem Weg kaum einen Nutzen für den Menschen, aber mit dem Umweg über unsere kleinen Freunde im Darm sind sie der Gesundheit sehr förderlich. Ernährung ist nicht einfach die Aufnahme von Kalorien, also Brennstoff, sondern es ist viel, viel mehr. Und je tiefer man in diese Materie einsteigt, desto mehr entdeckt man, wie man sieht.